Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 19. August 2015 kündigte Rainer noch einmal das Ende des Vlog-Kanals und den bevorstehenden Livestream mit Erdbärchen am Abend an. Dieser fand auch, wie angekündigt, statt. Also Leute, ihr wisst wahrscheinlich, warum ich hier bin. Also manche von euch haben ja gemeint, mich gibt's gar nicht, dass der Drachenlord sich das alles einbildet und sonstiges. Aber ja, hier bin ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich noch so sagen soll. Und irgendwie wollte mir Drache noch irgendeine Frage stellen. Deswegen würde ich halt sagen, ja, leg mal los. Ja, also ist im Prinzip recht simpel. Ein paar von euch haben es ja auch schon erraten und alles. Und ich sehe es momentan ja so, dass viele haben ja gedacht, dass viele haben ja schon erraten, was ich fragen will. Und es ist einfach im Prinzip ganz einfach. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Oh Mann. Ist das dein Ernst? Ja, schon. Und ich sollte jetzt eine Antwort drauf geben. Prinzipiell hast du es ja schon getan. Es ist nur die Frage, ob du dazu stehst. Okay. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh mein Rückbandstück, das ist ja großartig. Vielen Dank. Fresst euch jetzt! Oh, warte doch auf mich, Leute. Oh meine Leute, ich bin Durian der Übermensch. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie VBT-Qualifikation 2015, das Lügendorf-Hörspiel. Herzlich willkommen beim Serienfinale. Neben mir sitzt meine bezaubernde Assistentin Erdbärchen. Steh dazu. Genau. Oh, meine Güte, Rainer. Ihr habt mich es war wirklich gar nicht so schwer, dein fettes Herz für uns zu gewinnen, weißt du? Es kam, wie es die Hater vorausgesagt hatten. Rainer machte einen Heiratsantrag live im Stream und Erdbärchen entpuppte sich als Troll. Doch auch Rainer schien den Braten gerochen zu haben. Schließlich spielte er anschließend einen Soundeffekt, der sein zerbrechendes Herz symbolisieren soll, im Stream ab. Weißt du, ob man es jetzt richtig hört? So, das ist mein brechendes Herz. Was soll's? Habt mich verarscht? Gut, von mir aus.
Aber ihr werdet mich trotzdem nie besiegen, dass ihr das kapiert. Besiegt habt ihr mich vielleicht, aber ihr habt nur einen Kampf gewonnen. Nicht den Krieg. Doch warum war Rainer in die Falle getappt? Hatte er sich doch Hoffnungen gemacht, Erdbärchen würde ihn heiraten? Einige Hater vermuteten sogar, Rainer hatte sich bewusst öffentlich demütigen lassen, um Mitleid und somit Klicks zu generieren. Unmittelbar nach dem Vorfall betrank sich Rainer im Stream und versuchte vergeblich Fassung zu wahren, während andere Hater immer mehr private Informationen über Erdbärchen und ihre zwei Komplizen ans Licht brachten. Dorian der Übermensch wurde von vielen als Mastermind und Drahtzieher der Aktion gesehen. Laut ihm jedoch hatte Erdbärchen selbstständig Kontakt mit Rainer aufgenommen und Dorian erst später involviert. Auch hatte Rainer sich in privaten Chats mit Erdbärchen angeblich ziemlich ekelhaft benommen. So soll er Erdbärchen, als sie über traumatische Erlebnisse wie den Suizid von Freunden erzählt hat, mit Aussagen wie »Du siehst eng aus« unterbrochen haben. Auch soll er ihr gestanden haben, Tierpornografie zu konsumieren. Angeblich hat Rainer Erdbärchen auch dazu genötigt, seinen Heiratsantrag anzunehmen. Als sie dem zugestimmt hatte, hatte er die Idee, den Antrag live im Stream zu wiederholen. Nachdem Rainer vorgeführt worden war, betrank er sich im Stream und hielt stolz ein Prostata-Massagegerät in die Kamera, das ihm von den Hatern zugesandt worden war. Wie bescheuert kann man sein, um jemanden für 20, 30 Euro ein Prostata-Massagegerät zu kaufen? So ein Ding ist teuer. Und ich bin der Dumme. Ich werde mir mit dem Ding noch Spaß gönnen, verspreche ich euch. Die Hater haben eines erreicht. Dass ich unglaublich viele Zuschauer gerade habe. Im Endeffekt werden sie das noch bereuen. Der Witz ist, dass es jetzt nur den Hass der Hater weiterschüren wird. Weil sie wieder nicht begreifen, dass ich gewonnen habe. Beziehungsweise sie haben gewonnen, gebe ich ganz ehrlich zu, sie haben gewonnen, aber ich werde den Krieg trotzdem gewinnen. Eine gewonnene Schlacht zeigt noch nicht, wer den Krieg gewinnt. Du hast einen sehr geringen IQ in Sachen Beziehung. Tja, das liegt daran, dass mich jede Frau in meinem Leben bisher verarscht hat und ich nur eine Beziehung hatte. Und die hatte ich nur ein Jahr lang und das war eine Fernbeziehung. Das ist schon immer so, ich glaube, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und ich glaube mal, ich habe in meiner Vergangenheit, in meinem Leben, irgendeine Scheiße gebaut. Und auch wenn das vergangene Leben vergangen ist, bin ich halt trotzdem jetzt in diesem Leben immer noch da und muss dafür büßen. Und wenn ich in der Vergangenheit wirklich so viel Scheiße gebaut habe, dass ich jetzt immer noch büßen muss dafür, selbst nach etwa 25 Jahren meines Lebens, 26 Jahren, dann werde ich das mit erhobenem Haupt machen. Menschen, die mir im Weg stehen wollen, sind armselig. Und auch sie werden irgendwann dafür büßen müssen. Man kann nicht einfach in den Wald hineinschreien, alles kommt irgendwann zu uns zurück. Wartet mal kurz. Oder wisst ihr was? Wir beenden es an der Stelle hier mal kurz. Ich muss anscheinend gerade ein paar Typen aufs Maul hauen. Auch hatte Rainer den Entschluss gefasst, in Zukunft weniger zu streamen und die Hater zu ignorieren. Doch bereits am nächsten Tag schon, den 20. August, streamte er wieder. Am 22. August grüßte Rainer in einem Stream aus Unwissenheit Hermann Göring und Rudolf Hess. Am 24. August erschien ein Video vom Regenbogenschaf, in dem er nach Emskirchen zurückkehrt, um dort festzustellen, dass der Lügenschatz entwendet worden war. Am 27. August lud Rainer das Video News Hashtag Wahrheitslord Hashtag Gütelord hoch. Darin redet er über neue Formate und kommt dann über Erdbärchen zu sprechen. Unter anderem behauptet er, dass sie ihr Gesicht auf sein Anraten hin mit einem Bandana verschleiert hatte und sich nach dem Mittwoch bei Rainer entschuldigt hat. Dann behauptet er, sich an den Hate gewöhnt zu haben und trotzdem weitermachen zu wollen. Am selben Tag erschien auch ein Video von KuchenTV,
indem er sich zum Mittwoch äußert und die Aktion verurteilt. Obwohl er sich darüber beschwert, dass Hater Rainers Privatleben stören, so würde auch er nur wenige Monate später den Drachenlord besuchen. Auch eröffnete Rainer eine Amazon-Wunschliste, auf welcher auch Gleitgel und ein Masturbator enthalten waren. Am 31. August erschien das Video Drachenlogs am Montag Nummer 1. Darin kündigt er das 5000 Abonnenten-Special und neue Folgen von Vier Drachen und der Metal an. Generell bestand das Video aus so vielen Ankündigungen, dass Hater ein Flussdiagramm dazu erstellten. Am 3. September 2015 kam dann endlich das 5000 Abonnenten-Special mit dem Titel 5000 Spezial Best of 3 Jahre Drachenlord. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rainer bereits über 10.000 Abonnenten. Das Abo-Special bestand hauptsächlich aus kurzen Ausschnitten alter Videos. Am 5. September schließlich präsentierte Rainer stolz seinen von einem Fan gekauften Masturbator. Übrigens, danke an den Fan, der mir das geschickt hat. Taschenmuschi. Drache, hast du schon mal eine Frau gekauft? Leute, ich brauche mir keine Frau kaufen, denn die Frauen werden von den Hatern für mich gekauft. Also, ne, Taschenmuschi und so weiter. Ernsthaft. Hast du deine Taschenmutti schon ausprobiert? Was ist denn bitte eine Taschenmutti? Eine Taschenmuschi meinst du wahrscheinlich. Ja, die habe ich schon, eigentlich jetzt, seit ich sie habe, habe ich sie jetzt schon 3-4 Mal benutzt. Ist ziemlich cool. Welche Toys hast du noch außer der Taschenmuschi? Zwei Prostata-Geräte, wovon mir eins die Hater geschenkt haben. Zwei kleine Vibratoren, haben mir ebenfalls die Hater beide geschenkt. Liebeskugeln, zwei Penisringe. Das war's. An diesem Tag wurde Lach schon auch auf einen von Rainers Nachbarn aufmerksam, der sich offensichtlich durch die ständigen Besuche gestört fühlte. Dieser hatte vermutlich auch die Betreten-Verboten-Schilder an der Schauerburg aufgestellt, obwohl das Betreten von Wald zu Erholungszwecken gesetzlich erlaubt ist. Am 7. September erschien das Video Drachenvlogs am Montag Nummer 2, Regen bei Lagerfeuer. Darin zeigt Rainer Aufnahmen von einem Lagerfeuer und erwähnt, bei EMP Merchandising um ein Sponsoring angefragt zu haben. Am 9. September hatte Rainer während seines YouNow-Streams einen Mann im Wolfskostüm zu Besuch. Am 11. September erschien das Video Top 5 Folge 3 Gothic-Leute. Darin thematisiert er Klischees über Goths und vergleicht sie mit seinen Erfahrungen. Am 12. September war Rainer zu Gast im YouNow-Stream von Braui93. Dort präsentierte er wieder seinen Masturbator und äußerte folgenden bedenklichen Spruch. Andererseits, wie heißt der gute Spruch? Es gibt nicht zu jung, es gibt nicht zu eng. Vorsicht mit deinen Dingern, ja. Ich bin hier derjenige, der dafür gesperrt wird, Kollege. Rainer begann zu dieser Zeit, zusätzlich zu YouNow, auch noch auf Hitbox zu streamen. Am 13. September streamte Rainer erneut und ließ sich von Braui93 dazu überreden, seinen Industrial Dance vorzuführen. Am 14. September erschien das Video Dragon Monday Folge 1 Abstimmung Streams und Intelligenz. Darin behauptet er, andere YouTuber würden es, aufgrund seiner Hater, vermeiden, mit ihm Videos zu machen. Dann kommt er auf zwei Abstimmungen zu sprechen, die er veranlasst hatte. Die eine Abstimmung ist die hier. Das ist die Abstimmung zum Thema, wie viele Hater glaubt ihr, dass ich habe? Viele haben gemacht 100% und viele haben gemacht 90%. Würde man jetzt von den 100% Usern ausgehen, dann könnte man sagen, dass jede Abstimmung null und nichtig ist. Kurzum, diese Abstimmung hier ist völlig egal. Die ist völlig null und nichtig, wenn ich wirklich 100% Hater habe. Wenn ich aber, gehen wir mal den Fall, dass ich 90% von meinen Usern sind Hater und es sind minimal 99%. Mindestens einen Fan habe ich. Und ich gehe deswegen von 90% aus. Dann würde ich sagen, dass die Nein-Abstimmungen zu 100% 90% davon von den Hatern kommen.
Kurzum, da steht die falsche Zahl. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach viele Hater sind, die auf Nein geklickt haben. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten dafür sorgen, dass es Nein heißt, Nein heißt, Nein heißt. Denn ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Hater davon gestresst sind, dass ich nicht mehr so viel über sie labere und nicht mehr so viel mache und mein Zeug selber mache mittlerweile. Die machen immer genau das Gegenteil von dem, was sie glauben, dass ich will. Kurzum, sie haben absichtlich Nein gedrückt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man einfach die Ja-Stimme nehmen kann. Und es sind über 400 Stimmen, die Ja gemacht haben. Anschließend erklärt er, dass er den Spendenlink einrichten wird, da er Geld brauche, um sich einen neuen PC und ein Mikrofon zu kaufen. Dies, so behauptet er, würde die Qualität seiner Streams verbessern. An diesem Tag war auch wieder der böse Wolf bei Rainer zu Besuch. Am 15. September war Rainer plötzlich mit neuem Equipment im Stream zu sehen. So Leute, ihr seht schon, ich habe hier einen Popschutz und ich habe heute Post bekommen mit einem Rechner, einem Gummidick und tatsächlich mit einem neuen Mikrofon. Bin aus alle Wolken gefallen. Auch am 16. September streamte Rainer wieder auf YouNow und wurde nach seinem neuen PC gefragt. Was ist das für ein PC? Keine Ahnung, darf mich nicht fragen, ich kenne mich mit diesen Daten null aus. Meine Fans sind echt geil, Alter. Das sind die geilsten überhaupt, Mann. Einen PC haben sie mir geschenkt für 500 Euro plus. Headset, also ein neues Mikro halt und diesen Popschutz, ist saugeil, Alter, ohne Scheiß. Das ist echt heftig, ey, sind echt krass drauf. Wie sich später herausstellen sollte, waren diese Waren mit gestohlenen Kreditkarten bestellt worden. Hierbei handelte es sich erneut um das Werk von Based God, der schon den Fehlalarm bei der Feuerwehr ausgelöst hatte. Danach wurde es für ein paar Tage still um den Drachenlord. Es wurde schon spekuliert, er hätte sich ernsthaft verletzt, wäre in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden oder hätte schlicht und einfach keinen Strom. Am 20. September gab es dann schließlich ein Lebenszeichen. Rainer tweetete über seine Wii. Anscheinend war die Polizei bei ihm gewesen und hatte sämtliche internetfähigen Geräte konfisziert, mit Ausnahme der Wii, die sie vermutlich übersehen hatten. Nun war Rainer also gezwungen, sich vorübergehend aus dem Internet zurückzuziehen. Dies wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, über die Ereignisse der letzten Monate und Jahre zu reflektieren. Doch Rainer schien alles daran zu setzen, so schnell wie möglich ins Internet zurückzukehren.